An die smarteste Community auf YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zum nächsten Squad Builder Battle. Der kranke Chris ist da, aber es ist auch ein Infoform da, wo ich sage, da geht mein Herz auf. Grüße gehen raus an den frisch gebackenen Infoform von Marco Reus im überragenden Design, da das Trikot halt auch einfach super geil aussieht. Und ja, heute geht's um die Wurst. Mein Gegner dafür, Tabacco, Grüße gehen raus. Servus Leute, ich bin's der Tabak, ich freue mich hier zu sein und ich freue mich, um Marco Reus gleich zu spielen, weil ich muss auch sagen, GG an Dortmund, die haben so ein geiles Trikot gemacht. Und Bruder, der kostet fast 400.000 Münzen, da wird heute mal reingehauen, mal schauen. Definitiv, Jungs, wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall auf das Video einen Daumen nach oben da. Was denkst du, wie viel schafft man heute? 4.444 ist das Ziel auf jeden Fall, mal schauen. Das schaffen Jungs, wir, das schaffen wir, Jungs. Absolute Eskalation. Des Weiteren haben wir natürlich bei Tabacco noch ein Video aufgenommen. Checkt das unbedingt ab. Da geht es um eine richtig geile Ikone. Ja, eine deutsche Ikone. Und ja. Und übrigens, Footmiss-Hype, gell? Hier, ich habe einen Pulli an. Der passt zu Footmiss, Leute. Deswegen so ein Ding. Ja, so ein Ding ist das. Footmiss-Karten haben wir jetzt leider noch nicht. Beginnt ja erst heute Abend. Aber wenn du willst, kannst du mal deine Spieler reinstellen. Denn ich halt mal rein. Alles klar, dann fangen wir an mit meinen ersten Spielern. Deswegen starten wir mal mit den offensiven Spielern. Und das ist Thomas Müller, seine Scream-Karte. Und im defensiven Mittelfeld, ich muss sagen, da habe ich schon meinen Joker gezogen. Und das ist meine Ikona. Und das ist kein geringerer als Blanc. Maschallah, Digga, der kostet 1 Million Münzen. Bitte stoß ihn nicht ab. Ich bin gegangen links mit Havertz als ZOM. Und im ZDM habe ich auch eine Ikone aufgeschrieben. Und zwar Ballack. Bitter. Okay. Ja, bitter, ja, ja. Bitter, bitter. Die deutsche Ikone hätte es auch sein können. Aber auf meiner Tafel sind zwei Spieler, die hast du vielleicht. Hoffentlich. Ja, ich bin gespannt. Wir stehen rein. Ich gehe übrigens hier mit Dream Squad, damit ich weiß, weil Tabacco snappt eh immer alles weg. Da kaufe ich mir die dann einfach nach. Ja. Ich gehe mit dem guten alten Miroslav Klose. Ja. Ah ja, den kenne ich irgendwoher. Den kennst du irgendwoher, aber ich gehe auch mit dem guten alten Thomas Müller Scream. Alles klar, ich habe auch den Kai aufgeschrieben, den guten Havertz und Robert Lewandowski. Wir machen weiter, nächsten drei Spieler, Abfall ist angesagt, let's go. Rüber geht es für uns zu den nächsten Spielern. Bei Chris machen wir die drei Mittelfeldspieler. Die Tafel ist drin und jetzt hoffen wir mal, dass wir einen treffen. Maschallah, inshallah. Ja, ich bin gespannt. Ja, ich gehe rein, linkes ZOM. Gehe ich mit dem Info von Dele Alli. Rechts gehe ich mit dem guten alten Sissoko, der hoffentlich eine Footmiss-Karte bekommt. Das wäre so geil. Sehr, sehr. Und rechts gehe ich mit dem Mann namens Tolisso. Okay. Ich habe drei Franzosen aufgeschrieben. Kein Sissoko. Dein Dele Alli habe ich leider auch nicht. Und am Ende steht da noch ein Tolisso. Der kann gerne gehen. Das ist der erste Brausspieler und da kommt ein Torwart hin. Dankeschön. Das war's komplett. Ja, mal gucken, was du machst. Ich habe eigentlich eine geile Idee gehabt. Mal schauen. Ich fange an mit dem Stürmer. Und die geile Idee, die du hattest, die kannst du dir jetzt schon mal... Nee, also ich hoffe, die hast du nicht. Weil wir haben Balotelli, wir haben Insigne und im zentral-defensiven Mittelfeld haben wir Rabiot. Es ist so bitter, ey. Es ist so bitter. Ich bin auch in die italienische Liga. Nein, dann bist du nicht. Ich habe Lautaro Martinez, ja, seine Team of the Groups Edge Karte, weil die super geil ist. Dazu habe ich Dybala. Und im Zentraldefensiven habe ich statt Rabiot Matuidi. Na, was echt jetzt? Geil. Und mein Spiel hält sich auf. So bitter, Alter. So bitter. Aber na gut, nützt alles nichts. Nützt alles nichts. Bedeutet, wir gehen rein. Natürlich mit den Außenverteidigern. So, Abfall ist angesagt. Außenverteidiger stehen auf meiner Tafel. Und los. Und los geht's. Ja, ich fange an mit Linksverteidiger. Da habe ich mich entschieden, einen Spieler aus der Bundesliga zu nehmen. Das ist eine Informkarte. Bist du vielleicht drauf gekommen? Das ist der gute Max. Ja, Ehrenmann. Auf jeden Fall Grüße an die Augsburger. Und Rechtsverteidiger haben wir einen Italiano, einen Mafioso. Das ist Florenzi. Das ist schon sehr auffällig, leider. Ah, wirklich sehr, sehr auffällig, der Florenzi. Also wirklich sehr, sehr auffällig, muss ich echt sagen. Also, hast du mal geguckt, oder? Nee, ich habe auch Florenzi, das habe ich doch gesagt, das ist ja auffällig. Ehrlich? Hast du das? Ich habe Florenzi und Alaba aufgeschrieben. Ja. Digga, nicht schon wieder, nicht auf dieser Position wieder. Das haben wir schon mal. Ich habe nicht schon gerade. Freut mich. Ja? Super. Abfalls angesagt. Egal, Chris, pass auf, gell? Ich habe eine Überraschung für dich. Okay. Zwei Spieler, die ich treffen werde. Ah, ich hoffe, zwei die habe ich richtig aufgeschrieben, weil kann sein, dass Rechtschlagfehler drin ist. Ja. Ich bin ja gespannt, wen du hast. Ich gehe rechts mit Kevin. Malguit. Zack, so ein Ding. Und links gehe ich, da gibt es ja so viel Auswahl, so viel Auswahl,
Oh, ich gehe mit Cresswell in Form. Bruder, ich habe mir gerade Cresswell und Chilwell angeschaut und ich dachte mir, welchen Well nehme ich? Und ich nehme den Aswell Chilwell. Ja. Super. Ah, schön, schön, schön. Super, schön. Super. Und Rechtsverteidiger war Schmidt, weißt du, der Freiburger. Naja, der Freiburger, man kennt ihn. Den kennen wir schon. Aber nö, hatte ich keine Lust drauf und deswegen, ja, gucken wir mal, was wir dann schönes, ganz entspanntes machen. Und zwar mit den Innenverteidigern und mit dem Torwart. Let's go. Angekommen bei den wichtigsten Positionen bei einem Squad-Builder-Battle. Bin ich ehrlich und deswegen habe ich drei Spieler aufgeschrieben, die ich alle nicht in dein Team sehen will. Das war einfach so eine Sicherheit. Okay. Mal schauen. Wir gehen rein mit dem guten alten Umtiti. Ja, ich glaube, den hast du nicht aufgeschrieben, weil den im Team findest du sagen vielleicht, ja, ist okay. Hättest du vielleicht Longley oder Varane aufschreiben können. Im Tor gehen wir mit dem guten alten Areola. Ja, wunderschöner Keeper, oh, das war der falsche, aber egal. Und hier gehen wir mit dem guten alten Kimpembe. Ich habe Umtiti, Longley und Ter Stegen. Und Umtiti dachte ich mir so, den nimmst du, weil er nicht so auffällig ist. Also ja, sehr gut. Und da hätte ich jetzt ja noch wirklich Varane nehmen können. Ja, hättest du, ja. Da kommt aber jetzt ein Bronze Innenverteidiger bei hin, gell? Weil Torwart haben wir schon, oder? Hype ja, in den Chat. Den haben wir schon ausgegeben. Hype in den Chat. So, jetzt bin ich gespannt. Oh, bitter. Ich hätte nicht gedacht, dass du einen Titi aufschreibst. Den schreibt nie jemand auf. Linker Innenverteidiger ist der gute Alderweireld. Ja, da ist der Kollege. Rechter Innenverteidiger ist Sanchez, sein Teamkollege von den Spurs. Wo bist du, Bruder? Bratan. Ah, lass mich nicht im Stich. Und im Tor haben wir den Hugo. Ja, kannst du behalten. Ich habe Navas, Thiago Silva und Marquinhos. Grüße gehen raus. Alles klar. Ja, das war's dann sozusagen. Ich hole meinen Bronzespieler noch. Die Teams seht ihr ja im Hintergrund schon fertig. Bis auf den Bronzespieler, den brauchen wir also sowieso nicht zeigen. Und dann lade ich Tabaco ein. Dann geht's darum, Reus behalten, ne? Oder nicht. Ja, oder und Blanc und so. Und Blanc, ja, und Lose und so weiter. Und Müller. Wir sehen und so uns gleich. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Und Abfahrt. Auf ein gutes Match, Chris. Abfahrt. Ich wünsche dir was. Und der Mario, der ist ein guter Mann, weißt du? Der ist ein guter. Der komm, setz dich durch. Bratan. Ja. Ich gebe direkt jetzt hier gleich mal das Gegentor, ey. Oh, Marco. Oh, eklig. Geh, Marco. Geh, Reus. Er nimmt einfach mit die komplette Ehre. Ja, Mann. Ehre genimmt. Genimmt. Bruder, das war der Marco Reus, so wie man ihn kennt. Der Dortmunder trifft gegen einen Dortmunder. Besser geht's nicht, oder? Übelst stark, Alter. Übelst stark gemacht. Ja, jetzt Marco darf das. Jetzt. Abfahrt. Marco! Wieder. Oh. Und wie lange er braucht, bis der sich dreht. Das ist so lächerlich, Alter. Mann, belastend, Marco, ey. Alter. Der Marco. Oh, guck dir mal den Innenverteidiger an. Der Ball kommt und er guckt ihn nah. Und dann dreht er sich erst, um durchzurennen, ey. Ja. Aber das Krasse ist, er hat sich dann richtig schnell angefühlt. Aber es lag auch an deinem Innenverteidiger, ne? Das ist auch klar. Ja, du hast ja einen Bronzespieler da in der Innenverteidigung. Das ist halt schwieriger. Stimmt, ja, ich habe ja den Bronzespieler da. Das ist der gewesen. Och, nee. Mann, du, ey. Ich komm nicht durch. Wahnsinn. Schwieriges Spiel, ey. Ja, sehr, sehr schwierig, ey. Kaum richtig große Chance, ne? 1% Passgenauigkeit, Bruder. Weiter geht's, Jungs, weiter geht's. Pushen. Komm! Oh, du hast mich gerade so abgenommen. Nein. Meine Spieler laufen alle nicht! Oh Müller! Das war wirklich stark. Alter. Come on! Meine Spieler sind überall hingelaufen und nicht zum Ball. Und ich wollte übrigens auf Reus spielen, aber ich glaube, Reus wäre am Abseits gewesen. Deswegen ist er nicht zum Ball gegangen, gestern schlau gemacht hat, Reus. Ey, das ist FIFA, ist so klasse programmiert, wirklich. FIFA hat auch keine Fehler, keine Bugs, das ist so schön. Nee, eben. Bestes Spiel ever. Bruder, Mann. Der hab ich gar nicht gesehen, ist der gelaufen? Ich hab gar nicht hingeguckt, scheiße. Ich glaube, der war ganz gut unterwegs. Ja, Reus ist ganz gut. Und er wechselt den Spieler nicht! Ey, wechsel den Spieler nicht! Was ist denn das? Let's go, Alter, ey. Mann. Das ist aber nicht so verdient, muss man auch sagen. Das war meine erste Chance seit 50 Minuten. Mama mia. Belastend, ey. Scheiße. Guter Scream, guter Müller. Nicht. Echt belastend, ey. Digga. Nicht jetzt so. Nicht. Oh mein Gott, das ist jetzt mein Torwart. Ja. Letzter Mann. Let's Nein! Go. Bruder, meine Apfel wurde gerade kurz hops gelaufen.
So wichtig, aber allgemein das Spiel von mir echt nicht gut und keine Ahnung, das ist so ein ganz komisches Spiel gerade. Ja, aber das ist halt alles nichts, ja, mach bitte Hackenpässe. Oh, holy moly. Oh, ich mach so viel, viel besser dieses Spiel wie noch nie im Leben. So offensichtlich. Jetzt pfeift ab. GG, Tabako. GG, Mann. Aber ganz komisches Spiel. Ganz komisch. War echt schwierig, Mann. War ein Discard. Ein Discard haben wir. Ein Discard hast du. Und da könnten einige Coins draufgehen. Ja, mal schauen. Mal schauen, ob ich den richtigen treffe jetzt. Und diesmal schneide ich das Discarden auch nicht weg, Jungs. Ja. Hast die vier. Ah, okay, das ist diese ganze Raute da, so, gell? Das ist ganz gefährliche. Ja. Okay, ein Pick ist nicht viel. Marco Reus ist da. Und was mache ich jetzt mit dir? Ich kann mir vorstellen, dass du nicht umstellst. Aber nee. Ich glaube nicht, dass du ihn ins Tor gestellt hast, den Spieler. Ich glaube nicht, dass er im Sturm ist, dein Spieler. Ich glaube, der ist da irgendwo, tummelt er sich im Mittelfeld rum. Das ist jetzt so meine kleine Prediction an dieser Stelle. Und schauen wir mal. Ich mache mir mal kurz selber die Formation hin. Ich nehme den zentral-defensiven Mittelfeldspieler. GG. Du hast nicht den teuersten getroffen, aber den drittteuersten. Müller. Scream oder was? Yes. 179k. Das sind fast 200.000. Eklig. Wo war der Marco? Linksverteidiger und rechtes zentrales Mittelfeld war Klose. Alter, aber schau mal, da war ich sogar mit meiner. Also war ich richtig, gell? Ja, mit der Prediction warst du definitiv richtig, das stimmt. Ja. Na gut. Na gut, also Müller ist schon echt heftig eigentlich, muss man echt sagen. Ja, 200k sind, also fast 200k, das ist schon krass. Ist schon ordentlich. Aber nichtsdestotrotz, Marco Reus hat sein Tor gemacht bei uns, sein Tor gemacht bei dir, sogar Doppelpack. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Jungs, wie gesagt, 4444 Likes wären sensationell. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Und der Tabaku hat das letzte Wort. Ja, Leute, hat mir Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst gerne Feedback da. Und dann hören wir uns. Bis zum nächsten Mal, euer Tabaku. Ciao. Ciao.